heute binde ich den Tanglaufer für das zeitige Frühjahr. Das ist eine etwas hellere Variante als die gängigen. Ich fische diesen Tanglaufer sehr gerne an den Tagen, an denen das Wasser so, morgens noch so kalt ist, dass man noch kein Leben wahrnehmen kann. Aber sobald die Sonne die flachen Bereiche erwärmt, plötzlich viele ganz helle, junge Tangläufer erscheinen. Das Ganze sieht noch sehr schlank und sehr hell aus im Frühjahr. Der Tangläufer wird gebunden auf den F22 von Gamakatsu, der schon eine wunderbare Wölbung für die Körperform aufweist. Hier in Größe 8. Zur besseren Ansicht. Das kann runtergehen bis Größe 12. Als erstes lege ich die Grundwicklung. So, ungefähr bis in Höhe des Widerhakens. Dann binde ich einige Fibern, lange Fibern aus einer Grizzly-Hechel ein. Für je nach Betrachtungsweise kleine Fühler oder ein Schwänzchen. Das Ganze wird mit etwas Lack gesichert. Dann wird das Rückenmaterial eingebunden, in diesem Fall Shellback von Hens. Das wird am Einbindepunkt konisch zugeschnitten, so dass es nicht ganz so viel Material aufträgt. Und ein monofider Rippungsfaden. Das Ende des Rippungsfadens senke ich meistens ein kleines bisschen an, damit er zum Schluss beim Rippen nicht rausrutscht. So, jetzt lege ich in eine Dubbing-Schlaufe. Und in diese Dubbing-Schlaufe In der Dubbing-Schlaufe verteile ich UV Nice Dub in der Farbe Killerbug. Eine wunderschöne Farbe für das zeitige Frühjahr, wenn die Tangläufer noch sehr hell sind. Thank you.
seine Körpermitte. Werde ich etwas dicker. Zum Kopf hin arbeite ich wieder mit weniger Material. Festlegen. Ist da wegen etwas ausbürsten? Schräg nach vorne klappen, damit den Rücken des Tangenläufers imitieren. Abbinden. Und mit dem monofilen Rippungsfaden den Körper und den Panzer rippen und damit eigentlich die natürliche Körperform imitieren. Bei der Rippung darauf achten, dass im Idealfall der Abstand zur Körpermitte hin etwas abnimmt. Und an den Enden falschrum. Der Abstand zur Körpermitte etwas zunimmt und an den Enden wieder etwas abnimmt. Jetzt
genügend Dubbing als Beinchenimitation zwischen den Rippungsfäden rauszupfen. Und die Beinchen ein bisschen trimmen. So, fertig ist der Tangenläufer für das zeitige Frühjahr. Das Einzige, was ihm fehlt, ist ein Tropfen Lack auf dem Abschlussknoten. Fertig.